Frage mal hier, Leute. Alles super, sehr schön. Dann machen wir das App auf. Die wollen ein bisschen Showtesten wieder im Kopf schauen. Die haben das vorher schon gemacht. Alles geklärt. Alles geklärt. Dann erstmal herzlich willkommen zur 115. Sitzung der Piratenfraktion und andere im AGH. Das ist der 30.09. Wir haben einen Vorschlag für die Tagesordnung, aber zunächst noch ein paar Formalien. Und zwar zunächst die Frage an die Sitzungsleitung, wie wir das machen, dass es keinen Widerspruch gibt. Ich sehe keinen Widerspruch, dann mache ich das auch. Wir haben die Anwesenheit bzw. Abwesenheit mit Delegationen und so weiter zu klären. Da ist zum einen Wolfgang Wies, der ist immer noch auf der Lehre, hat eine Verbesserung, die wir im Film für den Ausflug Christopher hat einen dringenden Termin, er ist auch entschuldigt, delegiert an Heiko. Pavel ist auch nicht gesund, gute Besserung, delegiert an mich. Oliver ist ebenfalls nicht gesund, gute Besserung, delegiert an Simon Weiß. Dr. Simon Weiß, hier nochmal klargestellt hat. Das heißt, anwesend sind Martin Delius, Simon Weiß, Alexander Schwies, Alexander Horner, Philipp Geizbuch, Gerhard Klaus und Brunner, Simon Kowaleski und Heiko Herberg. Delegation ist Susanne, die ist auch krank, gute Besserung. Andreas, bei dem weiß ich es nicht, der war auch auf jeden Fall gestern krank. Ich gehe mal davon aus, dass er heute auch nicht viel besser drauf ist. Also da gute Besserung. Bei Fabio weiß ich es auch nicht, weiß es nicht. Fabio ist nicht gleich kommen. Ich bin auch krank. Ich bin nicht krank. Gut. Also Fabio, das ist was, tut sich mit einer Klimaanlage. So, Fabio kommt später, aber ist erstmal auch nicht da. Wir sind beschlussfähig und können zur Tagesordnung kommen. Es gibt den Vorschlag, es gibt mehrere Änderungen. Die erste Änderung ist der Antrag einer Rückgabe der Stadt Berlin. Da müssen wir darüber entscheiden, ob wir den auf die Tagesordnung nehmen oder nicht. Der Antrag, den auf die Tagesordnung zu nehmen, kommt natürlich von Werber, der den Antrag gestellt hat. Er möchte uns heute über die Mitgliederbewerbung reden. Ich sage es gleich mal mit der Gegenrede. Ich möchte darüber heute nicht reden. Erstens, weil wir die Resolution gerade, weil es wirklich nicht Thema ist und wir da auch aus diesem Verhandlungen ausgestiegen sind. Zweitens, die Tagesordnung, der Antrag wird jetzt vorgeschrieben. Und zweitens möchte ich dann wenigstens halt einen Punkt haben, worüber wir reden können, nämlich zum Beispiel die gemeinsame Resolution. Das war eine Gegenrede, das habe ich dann in der ersten Geschäftsordnung. Du kannst ja dafür wieder halten. Ja, aber dann ist es ja zu spät. Aber dann ist es zum Antrag, du kannst jetzt dafür wieder halten. Ich habe mich in Hamburg getroffen und beschlossen, als
Bereich aufzunehmen. So, das sehe ich, ist ziemlich eindeutig dafür, den Tagesordnungspunkt 7.2.2 einzufügen. Dann machen wir das so. Dann haben wir den nächsten Tagesordnungsänderungsantrag, und zwar auf Einfügung des Tagesordnungspunktes 7.2.3. Da muss ich mich entschuldigen, der Antrag kommt auch von mir. Das hätte viel mehr beantragt werden sollen, aber der parlamentarische Schiedsführer hat wirklich ein Kommunikationsproblem. Ist meine Schuld. Da war mehr dazwischen. Ja, mehr Zeit auf jeden Fall. Mehr Zeitunterschied, ein ganzer Kontinent, ein näher dazwischen. Genau, also wir haben uns miteinander unterhalten während der Sommerpause und einvernehmlich entschieden, dass wir schon einen gleichen Abgeordneten bisher, dass wir das reguläres nicht im Bauausschuss verkehrt werden soll. Das ist der Antrag dazu, den würde ich gerne in der Tagesordnung nehmen, damit wir das dann mal bekannt machen können, zumal wir heute auch aus seinem Themenbereich noch So, gibt es Gegenreden zu den Tagesordnungsänderungsantrag? Eine Gegenrede, ja, halt. Jetzt nicht direkt eine Gegenrede, die möchte bloß den Personenkreis derer, die diesen Sitz erhalten, erweitert werden. Das ist, wie gesagt, ja, gleich, wenn du nicht möchtest, dass der Antrag draufkommt, dann kannst du eine Gegenrede halten, aber das habe ich jetzt nicht so verstanden. Du willst darüber reden, also sehe ich dazu auch keinen Widerspruch, sondern Verfahren bitte. Gut, genau. Dann hätte ich noch einen Besprechungspunkt, der auch gestern noch in der Mail rumgeschickt. Und zwar hätte ich gerne noch unter Nummer 4a angefangen, damit die Geschäftsstelle tätig werden kann, eine kurze Diskussion über die Teilnahme von Fraktionsmitgliedern an der Ballonveranstaltung zum 9. November. Lichtglanze, ist von der Kultur Dings GmbH organisiert, das Haus gibt die Menschen, wir müssen darüber mal reden, anders entscheide ich. Genau, das ist der Antrag. Hat jemand das dagegen, dass wir das für 4a besprechen? Ist nicht der Fall, dann machen wir es. Gut, weitere Tagesordnungsänderungsanträge liegen mir nicht vor, das ist spontan. Ist nicht der Fall. Dann nehme ich auch das zum Anlass festzustellen, dass wir die Tagesordnung. Zustimmungsfähig ist und dann kein Widerspruch existiert. Das ist nicht der Fall, dann haben wir eine Tagesordnung. Dann kommen wir Entschuldigung, ich muss mich richtig, habe ich 4a gesagt, ich meinte 3a. Das ist irgendwie das wollen wir A machen. Denn ich stelle fest, dass der Ton nicht gut ist vom Stream. Wo ist an der Haustechnik? Das. Ich wollte gar keine Diskussion drüber haben, ich stelle das nur fest. Ja. Wir haben Tagesordnungspunkt 1.4, die Ansagen. Da sind wir gebeten worden, von der Geschäftsstelle nochmal euch mitzuteilen, dass es möglich ist, feste Weiterleitung der Telefonanschlüsse im AGH, die Nummer, die ihr jetzt seit 2011 ja regelmäßig benutzt, weiter zu benutzen und den auch Büros weiterleiten zu lassen, sodass dort Öffnungszeiten auch die Leute dann von dieser Nummer aus anwenden können. Das mitteilen, das könnt ihr gerne jetzt an der europäischen Stelle tun, dann ich noch erklären. Genau, also Ankündigung. Das sollte dann nicht. Genau. Dann würde ich jetzt bitten, unseren neuen Presse, ich mag das an, sich mal kurz vorzustellen, damit alle sich mal gesehen haben. Scheiße. Oh my God.
Schlafleber. Du hast keinen Verdacht. Genau. Das macht auch gar nichts, muss nicht jeder tragen. Ja, vielen Dank, Herr Fahrt. Schön, dass du dabei bist. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 141, Finanzen. Ich glaube, Heiko versucht gerade herauszufinden, wie viel Geld wir auf dem Konto haben. Und wir kommen zum Preis.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Ja.